Ja, hallo, ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Hardrock Krillo. Vorweg die Information, ich bin heute relativ spät dran mit dem Aufnehmen. Deswegen hoffe ich, dass es direkt in einer guten Qualität verfügbar ist. Ich werde aber aus genau diesem Grund das Video heute aufteilen. Das heißt, es wird heute zwei Videos geben, beide so circa 20 Minuten und die werden um 11 und um 12 Uhr veröffentlicht. Nur das mal eben vorweg ist. Ich wollte eigentlich ein längeres machen, aber das hätte dann noch viel länger gebraucht, um in der vernünftigen Qualität verfügbar zu sein, und deswegen drehen wir das Ganze eben so um. Ja, wir fangen hier mal direkt an, zerlegen diesen einen Hydrolüfter hier. Das ist unser erste Tat. Da muss ich mal eben schauen, ob wir haben keine Keuchwurzsamen mehr. Okay. Dann müssen wir uns welche besorgen. Das machen wir mal hier. Nummer 1. Ne, da kommen wir so schnell nicht hin. Den hier könnten wir sicherlich ausbuddeln. Hier ist es ohnehin warm genug. Das ist Nummer 2. Und da haben wir Nummer 3 und 4. So. Die werden wir auf jeden Fall nutzen. Das hier müssen wir nochmal aufwischen. Dann brauchen wir Möbel. Hier zwei Blumentöpfe. Ich hatte überlegt, also ich werde jetzt hier erstmal zwei Keuchwürze hinpacken. Meine Überlegung war, diesen hier auch zu zerlegen. Aber wenn ich, und auch der Vorschlag von Juhu war das habe ich gerade gar nicht erwähnt, mit den Keuchwurzen. Wenn ich diesen hier abreiße und die Ziegel wegmache und hier unten zwei Ziegel hin, dann haben die hier einen zu geringen Abstand. Dann können die meines Wissens nach darüber hüpfen. Aber andersrum, vielleicht täusche ich mich ja auch. Was wir natürlich machen könnten, hier oben drum den Weg schaffen und es einfach auszuprobieren. Das ist wahrscheinlich noch die beste Variante. Da liegt auch ein Glanzdreko-Ei jetzt, sehr schön. Dann würde ich dafür hier nochmal einen Lagerbehälter bauen und von Zeit zu Zeit einfach alle Glanzdreko-Eier dahin bringen lassen. So, zerlegen und zerlegen. Habe ich denn noch? Achso. 8. Die anderen 3 waren alle hier, ne? 8. Ja. Okay, gehen wir weiter. Das, was ich hier erzählt habe, war natürlich Quatsch. Also der zweite Raum für die Pilze macht ganz bestimmt Sinn. Der Raum hier drunter für die Balsamlilien, den wir mit Chlor füllen wollten, macht keinen Sinn. Danke, Kerstin, für die recht einfache und deutliche Erklärung. Die Pilze brauchen nämlich, das sieht man hier, eine Körpertemperatur von 5 bis 35 Grad. Und die Balsamlilien brauchen eine Temperatur von über 35 Grad. Das wird natürlich hier so direkt untereinander schwierig darzustellen. Deswegen brauchen wir dafür einen anderen Plan. Ich würde jetzt einfach mal hingehen, damit das System hier nicht kollabiert. Das wird nämlich der Hauptgrund sein, warum unsere Nahrung sinkt. Das war irgendwo, wo es uns nicht stört. Das Chlor erstmal wieder rauslassen.
aber nicht so einfach zu finden. Eigentlich wäre hier eine ganz gute Stelle. Wir könnten zum einen das freigraben und das. Dann packen wir hier gleich eine Tür rein. So. Und da Lüftung, genau, dann brauchen wir hier nämlich einen. Da bauen direkt den Kanisterentleerer und dann kann der Chlor hier unten erstmal reinsickern. Hier ist ja noch eine ganze Menge Platz in diesem Raum. Dann brechen wir die Geschichte hier auch erstmal ab. So. Gut, machen wir weiter mit den Kommentaren. Häselchen hatte mir geschrieben, damit die Slicks dann nicht verhungern, die Tür nach links öffnen. Ja, wobei wir jetzt ja hier mehr als genügend CO2 erstmal hätten, dass uns das nicht passieren kann. Das Problem mit den Slicks dann war ja auch eher nicht, dass sie uns verhungern, sondern dass es hier zu kühl ist, damit die hier leben können. Das ist eher das Problem. Da war Burkhard kurzzeitig eingesperrt. Ups, Entschuldigung. ja. So, da bauen wir eine Leiter. Hier hätte ich gerne Gitterziegel. Hier natürlich viel CO2 dran während der Bauphase, aber naja. So, nicht atembares Gas. Priorität 7, Chlor. Das dürfte dann hier ja gleich losgehen mit dem Transport. Okay, Forschung ist komplett abgeschlossen. Nö, wir haben noch mehr Forschung, ne? Sonst wird's ja. Ja, okay. Haben wir noch. Nächster Kommentar. Slicks dagegen hatten wir. Wie viel Schildfasern wir haben? Das ist eine gute Frage. 15, das ist nicht die Welt. Ich möchte ja auch gerne neue Schlafräume bauen. Damit haben wir ja hier auch angefangen. War hier ein Hedge eingesperrt, glaubt man das? So, genau, das ist jetzt soweit erstmal. Eingestellt, dass das funktionieren kann. Jetzt passiert das natürlich nur, wenn jemand Zeit hat, da das Gas runterzubringen. Aber da wir darauf keine Priorität haben. Wird das ruhig, langsam und nach passieren. Nahrung geht runter, ja. Wir sind jetzt schon mal auf 68.000 Kalorien. Also das ist zum einen das Problem des Chlorgases hier. Ganz klar, die wachsen hier nicht so, wie sie sollten. Und das nächste Problem ist, das werden wir jetzt mal eben angehen. Vielleicht, was ein Problem ist, übertrieben. Aber wir haben sicherlich viele wild gewachsene Pflanzen, die wir ernten könnten.
Hier zum Beispiel auch, wenn wir das hier mal schnell fertig machen lassen, dann können wir das hier auch alles ernten. So, bis dahin geht auch das. Und wenn wir da noch eine Leiter hochbauen, dann können wir auch da ernten. Außerdem können wir das noch dazu nehmen. Dann können wir auch die alle noch mit ernten. So. Das fällt weg. Den können wir mit reinnehmen. Den können wir mit reinnehmen. Ist hier unten noch was? Oh ja. Reichlich. Das hier wird wegfallen. Den können wir dazu nehmen. Die hier haben wir alle schon. Hier auch. Okay. So, hier würde ich ja eigentlich sagen, wenn wir hier noch. Ne, das lassen wir erstmal unberührt, weil hier liegen auch noch schön viel Schilffasern rum. Aber die wachsen so natürlich auch noch, ohne dass wir was machen müssen. Und da wir nicht dringend welche brauchen, lassen wir das wachsen. Hier sieht es temperaturtechnisch gut aus. Auch hier, das war jetzt ein weiterer Kommentar, zu wem ich komme, die Kolonietemperatur insgesamt, dass wir die mit Keuchwurzen runterkühlen. Es sieht ja an vielen Stellen gar nicht so schlecht aus. So, ich sag mal, dieser gesamte Bereich hier ist ja völlig okay, hier sogar mit einer Tendenz schon dazu zu kalt zu werden. Problematisch ist es hier oben. Deswegen bauen wir auch hier nochmal einen Blumentopf. Warte, ich muss nochmal eben das Overlay wechseln. Und ich denke, wenn wir hier auch noch einen bauen. Da ist er. Dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Was ich immer vergesse, ich möchte Keuchwurzsamen immer ganz schnell aufgeräumt haben. Hier sind die Algen drin, genau, dann kommen hier Samen rein. Keuchwurzsamen, dass die nicht irgendwo wieder sich von alleine einpflanzen. Das ist immer ärgerlich. Deswegen kommen die mit in den Lagerverdichter, wo es eh auf 8 steht. So. Ach, oder eben und pflanzt sie hier ein, das macht noch mehr Sinn. So, Tierei, Pflanzdrekoei, Priorität 8. Warten wir eben, bis die Eier gleich geliefert werden. Da ist der erste Keuchwurz. Und der zweite. Das ist eigentlich alles blöd geplant hier. Ich müsste diese Scherstation im Grunde hier unten irgendwo aufbauen. Und damit die hier oben im Wasserstoff sein können, aber da, wo wir die Maschine bedienen, genauso wie diese Pflegestation, die müsste halt irgendwo sein, wo Sauerstoff steht. Und das wäre dann hier in diesem. Das würde Sinn machen, so wie es jetzt, oder eben wie ich es schon gesagt habe, wir müssen den Bereich hier nur mit dem Schutzanzug betreten. Das ist die Alternative.
Ja, auf eine der beiden Lösungen wird es hinauslaufen. Nummer 1 und ups. Nummer 2, dann wird es hier zumindest schon mal kühler, dann ist das Problem schon mal behoben. Da kommt auch noch der letzte rein, den wir haben. Da müssen wir noch ein paar suchen. Den hier möchte ich gerne stehen lassen, damit er das Ganze hier abkühlt. Da müssen wir hin in die Richtung. So. Und dann können wir hier noch mal 1, 2, 3 freigraben. Okay, so haben wir noch weitere Kommentare gehabt. Das hatten wir. Ach so, die Frage nach Bewerbung für die neue Kolonie. Kann ich gerade noch nichts zu sagen. Ich habe ja dieses Krillotalk-Video gemacht und auch das nächste. Ich weiß, dass ich das schon Mittwoch schon versprochen hatte. Ist jetzt mir in den Tutorials, die ich gerade mache, auch ja nicht untergegangen. Aber da werde ich dann auf jeden Fall auch was dazu sagen. Und zu dem letzten habe ich ganz viel Resonanz bekommen und es wird wohl sehr, sehr wahrscheinlich auf einer dieser Vorschläge hinauslaufen, die dort gemacht wurden. Aber mehr gibt es dann, wenn ich wirklich was Definitives dazu sagen kann. So, ich möchte Verstärkung. Ape ist unkonstruktiv. Da könnten wir mit leben. Landwirtschaft, Kochen, Kreativität, Gastrophobie und Schnarcher. Okay. Bubbles mit plus 5 Lehren und das ist, glaube ich, das, was am ehesten passt. Dann sage ich mal willkommen Starblade. Ich hoffe, du gehörst noch zu unseren regelmäßigen Zuschauern. Und dann teilen wir dich mal direkt ein. Und zwar sollst du Ingenieur machen. Und ich hätte dich auch gerne als Architekt. Aber starten werden wir mit dem Ingenieur, weil wir doch eher tendenziell viele Aufgaben an Maschinen haben aktuell. So, Starblade bedienen und bauen, das soll das Hauptaufgabengebiet sein. Ja. Umschalten soll der immer bei allen hoch sein. Okay. So, wir brauchen für dich natürlich auch einen Schlafplatz. Dann wirst du einer der ersten sein, der hier oben in die neuen Schlafbereiche einzieht. Moment, Forschung. Ach, das ist immer noch eine Arbeit. Du ahnst es ja nicht. Okay. Ja, da muss der Dekor noch ein bisschen warten. Außer. Stopp. Ah, Mist, jetzt ist. Ja, das schaffen wir noch an diesem Tag. Das Bett nochmal zu zerlegen und ein neues an der anderen Seite zu bauen. So. Möbel. Was wir auf jeden Fall hier bauen werden, ist einen Hängetopf in die Nähe der Leiter und dann können wir außerdem hier drüber schon mal ein Bild aufhängen. Ja, dann aber die Kommentare auf jeden Fall schon mal gut, das ist gut. Dann können wir uns jetzt auch, wir haben auch die 20 Minuten rum. Gut, das war es dann für Folge 1 für heute. Wie gesagt, um 12 gibt es ein zweites Video für diejenigen, die natürlich später sehen. Ihr könnt direkt im Anschluss das nächste Video schauen. Ne? Alles klar, macht's gut, bis gleich, euer Krillo.